Ja, Freunde, bevor ich jetzt mit dem Video hier weitermache, nochmal zwei kleinere Anliegen von meiner Seite aus. Es geht ja eigentlich in dem Video um den VW Phaeton, aber ich bitte nochmal vielleicht euch um Unterstützung. Vielleicht kennt sich da ja einer aus. Das erste Anliegen ist, am Ende des Videos hat sich die Kamera ein bisschen verstellt, beziehungsweise der Blickwinkel war so ungünstig, dass man die eigentliche Arbeit, die ich gemacht habe, kaum sie gesehen hatte. Und da habe ich mir natürlich gespart, das Ganze zu schneiden. Man sah wirklich kaum was. Ich werde in dem Video den Turbolader ausbauen, das wird man schön sehen können und hoffe, damit kann ich denjenigen helfen, die natürlich so einen Turbolader ausbauen bei dem VW Phaeton. Das zweite Anliegen, was ich habe, ihr seht hier das, die ganze Zeit dieses Bild von dem VW, sage ich schon, von dem Honda Accord. Dieses Auto wurde Anfang 2000 gebaut und wir wissen ja alle, beziehungsweise die meisten wissen ja, dass ab 2001 den normalen 16-poligen OBD-Stecker hatten. Das Problem hier ist, bei diesem Auto leuchtet die ganze Zeit das ABS und das Ausrufezeichen, als ob man die Handbremse angezogen hätte, ja? Ich persönlich habe dann folgendes Bild noch hier hinzuzufügen. Komme an dieser Stelle auch wirklich nicht weiter und ich bin nicht der Einzige, ich war sogar bei Honda gewesen. Man sieht jetzt in dem Bild oben ist ein fünfadriger Stecker, das ist ein Diagnosestecker und unten ist ein zweiadriger Stecker, hier in Blau. Darunter, die sind gesteckt in so Dummy-Vorrichtungen, also dahinter geht kein Kabel weiter. Diese Stecker sind zum Auslesen des Fahrzeuges mit den etwaigen Tools. Ich habe mir auch extra für den oberen fünfpoligen Stecker einen OBD-Stecker besorgt, kann aber mit meinem Equipment das Ganze nicht auslesen. Ich will unbedingt wissen, warum leuchtet das ABS? Ich habe mir die Radgeschwindigkeitssensoren angesehen und komme hier auf keinen grünen Zweig, weil diese funktionieren. Die Handbremse, da gibt es ja auch den, ja, so einen Taster, der dann das auslöst, dass das Ausrufezeichen aufleuchtet. Da funktioniert auch alles. Ich war bei Honda gewesen und habe Honda natürlich gefragt, ob die das mir mal auslesen können. Hätte mich knapp 40 Euro gekostet. Auch die kamen nicht zu einem grünen Nenner und haben mir am Ende sogar gesagt, dass ich, ja, dass das ABS-Steuergerät defekt wäre. Hat jemand von euch Erfahrungen, beziehungsweise kann jemand von euch mit einem Equipment, was er vielleicht von damals aus seiner Zeit als Mechatroniker ja, zu Hause rumliegen hat, dieses Auto auslesen für mich netterweise? Ich komme an dieser Stelle nicht mehr so ganz weiter. Auch im Internet wird viel spekuliert. Ich dachte, ich frage einfach mal euch. Und übrigens, der zweiadrige Stecker, das ist wohl eine per Lichtzeichen auftreten. Also dann zählt man mit, dreimal lang, zweimal kurz und kann daraus ableiten, was für ein Fehlercode vorhanden ist. Auch dafür habe ich das Equipment nicht. Also hier an dieser Stelle, wer mir helfen kann, bitte einfach mal in die Kommentare oder direkt an diese E-Mail-Adresse. Ich wäre ja glücklich, wenn wir hier auf einen grünen Nenner kommen, weil dieses Fahrzeug ist jetzt TÜV-fällig und ja, kann halt nicht zum TÜV, weil das ABS leuchtet. So, und nun geht es weiter mit unserem Phaeton. Ich wünsche euch viel Spaß und sag mal bis morgen.
wollen wir mal. Ja, Freunde, ich habe hier meine Endoskopkamera. Jetzt wollen wir natürlich mal auch, wenn wir schon den Turbo abhaben, den DPF uns ansehen und uns ein Bild davon machen, dass dieser natürlich nicht irgendwie in irgendeiner Form beschädigt ist. Das ist das Bild von unserer Kamera. Und jetzt geht's auch schon hier in die Katakomben. Ich werde mal schauen, dass ich hier die... doch, die Helligkeit ist auf volle Pulle. Perfekt, okay. Dann geht's mal rein. Ah, warte, ich muss mal eben schauen. So. Da. Oh. Da haben wir den DPF. Und der sieht ja mal wie geleckt aus. Schaut euch das an. Man kann sogar in die einzelnen Löcher ganz tief reinschauen. Also das nenne ich mal einen Partikelfilter à la carte. Jetzt mal ohne Witz. Hier ist ja gar nichts. Dieses Geriffel ist der Rand. Das ist vollkommen normal. Das ist vollkommen normal. Aber der sieht ja wirklich wie geleckt aus. Also da brauchen wir uns überhaupt gar keine Sorgen machen, dass dort irgendwelche Probleme entstehen. Vor allen Dingen in Zukunft. Cool. Haben wir schon mal da auch eine Gewissheit, dass hier alles in Ordnung ist bei dem Partikelfilter. Ich werde jetzt den Turbolader so wieder einbauen, wie ich ihn auch demontiert habe. Das heißt, er kommt jetzt hier wieder drauf. Und dann können wir... Ja, müssen wir beziehungsweise auch, machen wir dann zwar einen Abschluss, aber dann müssen wir auch fast schon wieder Schluss machen, weil die Teile, die ich hier bestellt habe, sind leider noch nicht da, um diese Arbeit zu beenden. Ja, aber ich baue ihn erstmal ein und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier alles komplett ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe auch alles gereinigt, hier auf der rechten Seite auch. Dadurch, dass ja diese Löcher frei waren, wo die Arme normalerweise drin stecken, war natürlich ja der Verlust von Öl etc. Nach außen hin ziemlich groß. Das ist nun wieder picobello sauber, aber davon ab, jetzt kommt der Turbo rein und dann sehen wir uns gleich zum Ende hin wieder.